Here we go, boys. This is it. Ich habe mir gerade eine Klasse erstellt mit der XM4. Vielleicht ist es standardmäßig nicht so schlecht. Und ich habe mir eine Uzi-Klasse noch gebaut. Warum habe ich denn hier eigentlich einen fucking Raketenwerfer drin? Naja, who cares. So, wir spielen erstmal klein und gucken, was geht. Was für mich halt komplett... Also, ich spiele mit Maus und Tastatur. Aber du merkst, du hast natürlich mit Maus und Tastatur einen kompletten Nachteil auf der Konsole. Es ist einfach gegen das Aim Assist. Also, gegen das Aim Assist hast du echt keine Chance teilweise. Und mit was ich auf Konsole gar nicht klarkomme, ist der hohe ist der niedrige Field of View. Oh, krass, Dropshotter. Die ganzen Schwitzer alle nur im Dropshotten. Ja, ja, ja. Haben trotzdem besiegt. Und das ohne Aim Assist. Ah, Young Tiger. Das ist wahrscheinlich komplett ein Scuff-Controller gerade zerstört. Guck dir ihn an. Er legt sich schon hin, Alter. Spionageflugzeug. Ich ruf mal an. Da ist noch einer. Artillerie und nice. Okay, ich muss gleich mal die Artillerie ausprobieren. Kann ich die callen? 4. Ja, Digga, hier. Boom, boom, boom. I'm walking in my room. Schauen, ob ich was reißen kann. Oh, damn! Oh, oh. Okay! Okay, Mission abgeschlossen. Kampfhubschrauber erwartet Befehl. Kampfhubschrauber? Was? Kampfhubschrauber? Ich bin sowas von am Start mit Kampfhubschrauber jetzt. Kampfhubschrauber ist in Position. Jawohl. Ja, hol dir die Ziele, Bruder. Was? Gab Controller Boy keine Chance gegen mich? Ey, warte mal, steht da hinten DeLorean? Sieht nicht so aus, dass wir dann DeLorean stehen. Mein Heli hat nicht einen Kill gemacht. Sehe ich das richtig? Euer Richtmikrofon wurde zerstört. Das auch noch. Scheiße, alles kaputt. Oh, what? See you later, du Sackgesicht! Gib dir! Richtig aufs Fressbrett, ihr scheiß Kinder, ey! Das sind bestimmt keine Kinder, aber ich wollte einfach Kinder erwähnen in Bezug auf Call of Duty. Oh, shit! Ja, der hat dich beinahe geholt, ey. Oh, hier vorne ist gerade was gestorben. Da kommt noch einer. Wow, ich bin Erster, guckt's euch an. Ey, wie gut war ich? Ich habe 23 Eliminierungen. Wir spielen jetzt mal Combat Arms. Übelstes Kontrastprogramm. So, was ist das für eine Map? Oh, guck mal, die sehen ja ganz nett aus eigentlich. Ich bin eigentlich immer ein Fan von Schneemaps, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man mit dem Schneemobil fahren kann. Das kann man hier. Let's go! Da bin ich Field of View nicht so nah. Oh mein Gott, das sind sogar Tanks. Nee, gesichert. Okay. Oh shit, den habe ich nicht gesehen. So. Ich glaube, dass meine Waffe nicht wirklich für geeignet ist hier. Ich habe das Gefühl, dass du mit dem Tanker dir hart, richtig hart weglasern kannst, die Leute. Bin ich hier runter, ohne zu sterben? Gut. Oh. Habe die Beine gebrochen. Yo, kann ich hier hoch? Damn, das ist gut. Okay. Oh, noch umkämpfen, oder was? Lass mich raten, der steht da in der Ecke. Fein betäubt. Okay, das war jetzt knapp. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Was kommt denn eher? Shotgun? Ich glaube, eine Shotgun. So, jetzt bleib ich weg beim Rüberlaufen. In 3, 2, 1. Oh, Scheiße. Schieß. Oh, was ist das denn bitte gewesen? Ach, ein Tank. Oh, wie krass der da reinziehen kann. Scheiße, Alter. Hat er im Tank Aim Assist? Ich glaube, der im Tank Aim Assist. Ja, Tank ist schon ziemlich OP. Weiß ja nicht, wie viele Raketen der aushält, aber. Ich hab halt keine. Das ist halt das Problem. Okay, cool. Nice. Boy, den Hammer. Boy, with that. Was war denn das jetzt bitte? Lol, er hat eine Granate fallen lassen, die. Hä? Was? Ist das ein Perk? Ja, das ist schon ein ziemlicher Noob-Perk, ey. Mit ihm los. Alter, der Tank ist einfach zu stark. Warum gibt es überhaupt Tanks auf dieser Map? Die ist viel zu klein für Tanks. Oh, Tank! Let's go! Bam. Dead. Problem gelöst, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Oh, was? Der hat das überlegt? Nicht den zweiten Schuss. Ja. Ich hab unendlich Schuss. Ich sehe das Unendlich-Zeichen. Pass auf, ich bleib keine 5 Minuten im Tank. Okay.
Er ist auf jeden Fall kein Bock mehr, glaube ich, gleich. Ja, ich mache halt den richtigen Battlefield-Spieler. Ich bleibe auf hier stehen. Aber was hat denn er? Lol. Er kann Damage bekommen? Also weniger Damage, weil er... Was? Wegen Explosivgranaten? Also versteht mich nicht falsch, ne? Aber wenn du eine scheiß Kugel von einem Tank abbekommst, dann hilft dir, glaube ich, auch keine Panzerhilfe mehr. Ah, da hinten ist er. Oh, kritischer Schaden. Kein Problem. Easy. Der Tank hinten ist auf jeden Fall im Arsch. Okay, das war jetzt ein Angriff. Ach, das war ein Tank. Nevermind. Okay, da bin ich wieder. Let's go. Du bist ein Schade findest, die Tatsache, dass du hier keine Möglichkeit hast, irgendwie als Infanterist großartig was zu reißen, wenn du nicht in einem Haus hockst und mit der Sniper hängst. Oh, Niederlage. Schade. Schade. Aber 15 Leute haben wir getötet. Ich würde euch gerne aber noch die nächste Karte zeigen. Ich hoffe, die kommt jetzt da. Weil du hast im Endeffekt nur Schiffe, die als fester Boden dienen. Und hast halt Jetskis und so ein paar Boote mit so Miniguns drauf. Die Frage ist halt, ich nehme mal MP jetzt. Wir sind im Nordatlantischen Ozean. 1984, Mann. Oh, shit. Das ist gefährlich. Nicht für mich! Tschüss! Jawohl, ist schon in die Luft geflogen, als er mich gesehen hat. Ich habe noch eine gute Taktik auf der Map. Ich zeig's euch gleich. Oh, schau, du kannst hier rüberrutschen. Das ist halt cool. Ja, man kann da eigentlich rüberrutschen. C4. Ah, da kommt noch einer, Digga! Wir nehmen Charlie ein. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Oh krass, mit der Pistole gucken wir. Schau, wie das Aim Assist wieder reinkickt. Holy shit. So, jetzt kann ich euch zeigen, wie man hier rüberrutscht. Schau. Wuhu, das ist cool. Ah, verdammt. Endlich Tatooine spielen. Nice. Die Macht ist mit dir, kleiner COD-Kid. No joke, ich komme mir gerade vor wie ein Star Wars Battlefront. Alter, der will über die Dünen abhauen. Nicht mit mir, mein Freund. Du kannst den Podracer nicht haben. Aber ich finde das schon cool eigentlich so. Ich meine, die Map ist ja jetzt... Okay, wir haben hier irgendwie einen Satelliten, der abgestürzt ist, offensichtlich. Deswegen heißt die Map auch Satellite, lol. Hat nichts mit dem Song von Lena Meyer-Landrut zu tun. Muss man den halt versuchen einzunehmen, so auf die Art. Ne? So verteidigen und beziehungsweise den halt klar machen, wie es halt so war. T4! Ah, du hast versagt! Hey, was redet jetzt dein Bruder im Hintergrund? Der hat sich nicht mit eingeloggt hier. What the fuck? Scheiße, wie kann ich die alle stumm schalten? Kommst du mit der schwachen Steuerung, Grafik sowie niedrig Auflösung klar als PC-Spieler? Naja, was heißt klar kommen? Man wünscht sich was anderes, aber es ist halt notgedrungen, ne? Zumindest treffe ich hier was. Mit Controller würde ich nicht ansatzweise irgendeinen treffen, wahrscheinlich. Lass uns nochmal Satellite spielen, cool. Stellung wurde gesichert. Oh krass, den habe ich weggelesen. Den könnt ihr auch denken, ich habe eben was getan. Lol. Okay, krass. Okay, gönn dir. Die One-Shot-Waffen? Ja, normal schauen. Außer die DMRs, glaube ich nicht, aber... Oh mein Gott. Baby, 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 oh baby. Ich habe den Biber gemacht. Get the fuck out of here! Bend over, ist raus! One shot, one opportunity, two shots, two opportunities. Oh shit! Sniper macht Spaß, Mann. Ja, Battlefront, ne? Das hat von auch gesagt, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt, weil die Map halt so stark nach Tatooine aussieht. Dann, weißt du, dann assoziiert man das mit der Grafik. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, weil das würde bedeuten, dass sie ganz gut ist, weil Battlefront-Grafik ist halt Grammografie, ne? Oh mein Gott, Alter. Endlicher Kampfhubschrauber, nice. Das ist... Jawohl, das will ich hören. Scheiße, es kommt ein gegnerischer Kampfhubschrauber, right? Oh mein Gott, ich bin so dead. Ich muss einen Sniper reinmachen als Zweitwaffe auf jeden Fall. Ja, die haben halt nicht versucht, die Dinger einzunehmen. Die haben nicht so wirklich verstanden, was es in dem Modus gibt. Ah, warte, wir gehen kurz raus, ja? Hey, Moskau! Team Deathmatch? Wait! Eine andere Map? Moment! Wait! What?